Von Kanzeln wurden die Gläubigen früher häufig abgekanzelt. Der hier oben stand, hat mit den Leuten geschimpft und aus der frohen Botschaft Jesu Christi eine Drohbotschaft gemacht. Dabei die Evangelien, das Herzstück der frohen Botschaft Jesu Christi, dieser Name kommt von Euangelion, das heißt, das soll eigentlich eine frohe Botschaft sein, die vier Evangelisten niedergeschrieben haben. Und die vier Evangelisten, die sind deshalb auch oft auf einer Kanzel. Da ist der Evangelist Markus. Sein Evangelium gilt als das älteste und auch das kürzeste. Und sein Symbol ist der Löwe. Danach kommt Matthäus. Sein Symbol ist das Menschengesicht. Und dann kommt Johannes, das große letzte Evangelium. Sein Symbol ist der Adler. Und dann hinten in der Ecke haben wir dann noch den Lukas, der mit der schönen Weihnachtsgeschichte, und dessen Symbol ist der Stier. Was ich so schön finde an dieser Kanzel, sind nicht nur die vier Evangelisten, die hier stehen. Das findet sich fast an jeder Kanzel. Wenn man mal in eine Kirche kommt und genau schaut, findet man zumindest deren Symbole. Aber hier an dieser Kanzel ist noch ein Bild, nämlich das, dass Jesus selbst in der Kanzel steht und den Leuten sagt, liebet einander. Für mich heißt das, wenn der da oben steht, mal wieder mit den Leuten zu viel schimpft, dann sollte man sich an den Jesus in der Kanzel orientieren. Und der will mit den Leuten nicht schimpfen, sondern sie aufbauen und ihnen die frohe Botschaft bringen, dass Gott die Menschen liebt.